Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hallo zusammen, ich grüße euch, dich hier zu meinem Video. Und zwar war ich ganz spontan auch, ihr seht mich auch desto öfteren in diesem Kleid. Ich war an einem Tag tatsächlich ganz spontan in einigen Läden. Ja, und das war auch jetzt spontan. Es geht hier um ein Rossmann-Haul, ein Mini-Haul. Also ich habe nicht viel gekauft, trotzdem 40 Euro ausgegeben. Also das teuerste war, waren die Binden, dann waren für die Spülmaschine Salz und Tabs. So, das war das Teuerste an dem Einkauf, aber es musste sein. Ja, genau. Und ich dachte, warum nicht? Ich zeige euch einfach meinen Einkauf. Deshalb, falls das für dich interessant ist, dann bleib bis zum Ende des Videos. Ja, dann legen wir auch wahrscheinlich einfach mit direkt mit Somat, Spezialsalz. Kalk und Schutz, der günstige Salz für die Spülmaschine für 80 Cent, der war ausverkauft. Und dann war nur das einzige, das günstige dran. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, aber ich kann euch die Preise einblenden. Diesmal, weil es nicht so viele Produkte sind, ist übersichtlich, blende ich euch den Preis hier mit ein, was das gekostet hat. Meine Kinder mit meinem Mann spielen im Hintergrund verstecken. So, dann haben wir Tabs, auch von Somat, 63 Stück, XXL Packung, 8,99 meine ich, oder 9 Euro irgendwas. Ja, da habe ich jetzt zwei, dreimal die günstige gekauft, die günstigeren Tabs von Aldi und sonst eine Marke. Normal kaufe ich immer so teure Sachen für meine Spielmaschine, dann denke ich, das ist eher was Gutes. Also habe ich so im Kopf, ich weiß nicht, was sagt ihr darüber? Benutzt ihr immer das Günstige für die Spielmaschine, Salz und Tabs und sowas? Oder kauft ihr euch auch bei der M. Rossmann, Kaufland, sonst wo auch teure? Oder zum Beispiel Somat, ich kann nicht mehr reden. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Dann habe ich hier so ein von Heidmann entdeckt Spülmaschinen Express Hygienereiniger. Express Dishes ja, Hygiene Cleaner, dreifach gegen Fett, Kalk und Gerüche. Ohne extra Spülgang. Also ne, reinigt die Maschine, Sprüharme und Filter. Also auf jeden Fall ist das was zum Reinigen. Ich habe jetzt meine Maschine angeschaltet. Sag mal, ich kann kein Deutsch mehr. Angemacht, ne? Habe ich jetzt vergessen, dass ich das hier geholt habe. Aber bei der nächsten Reinigung, ihr könnt mir aber gerne schreiben, was benutzt ihr. Es gibt ja auch diese gelartigen Flaschen und sowas, ne? Da habe ich auch immer zwischendurch mal gekauft. Mache ich auch. Ja. Ja, dann habe ich hier von Domol Weichspüler was Neues. Der riecht wirklich wie das Originale von diesem Bärchen Bärenweichspüler oder wie der auch heißt. Ne? Riecht sehr, sehr gut. Mal gucken, wie der Wäscheduft dann ist, ne? Ob das hält. Ja, dann wollte ich, hatte ich auch schon mal gekauft gehabt, der mit Kamille, Shampoo, Kräutern, Kamille und Salbei, ohne Silikone, normale und schnell fettendes Haar. Ja, so einen. Dann haben wir von Domol Hygiene-Spray, Desinfektionsspray, einmal für die Leonie, das nimmt sie sich mit, auch für die Klassenfahrt und allgemein. Und ich habe auch immer meins dabei. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Genau, der kommt wahrscheinlich aus dem Sortiment, mein Lieblingstee. Der ist grün, mit grünem Etikett gekennzeichnet, 1,60 Euro, glaube ich, hat er gekostet. Ah, der schmeckt so gut, der schmeckt so gut. Ja, dann japanisches Heilöl musst du unbedingt mit, weil das ist wirklich
Wirklich, wirklich. Ich sag's euch, das ist immer bei mir im Ranzen, das ist immer bei mir mit in der Apotheke und so weiter. Sei es, wenn man irgendwie Magenschmerzen hat und sonst was, tue ich mir auf den Zucker, ne? Der Löffel Zucker oder ein Würfelzucker, wenn ihr Würfelzucker habt. Zwei Tropfen, drei maximal darf man. Ich mache immer 1 bis 2 Tropfen. Dann hast du wirklich keine Magenschmerzen, dann hast du keine Übelkeit. Also das ist Nummer eins einfach. Ja, und den hole ich auch am liebsten, der M. oder Rossmann. Früher habe ich den sehr gerne bei Edeka gekauft, aber mittlerweile stinkt das irgendwie bei Edeka. Und ja, der hier habe ich jetzt beim Rossmann geholt. Ja, dann hat Leonie gebraucht, auch für die Klassenfahrt, so mit Zellenreinigungstücher 3 in 1, so ein Softtuch. Der kam jetzt mit. Dann hat sie für die Klassenfahrt so ein Mini-Zahnpasta genommen. Das ist echt mini-mini. Ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott! Schaut mal, wie mini. Ist ja geil. Ja, aber man braucht da ja wirklich nicht viel mitnehmen. Ne? Kann ich direkt wegschmeißen. Dann haben wir sowas für die Bürste genommen. Da war noch eine andere Farbe, in Grün, und etwas teurer und das hat 1,39 gekostet. So, ne? Ja, so kann sie zum Klassenfahrt mitnehmen. Ja, dann haben wir Binden geholt. 10 Stück sind das? Ne, 18 Stück. Big Packung. 3,95, das weiß ich ganz genau. dann waren im Angebot von dieser Marke, und zwar heißen die Pur and Fun Quetschis. Wenn du 3 Stück nimmst, dann war 1 gratis. So, Quetschis, genau, hier haben wir ein Peppa Pig, Apfelbirne, Vollkorn, Hafer. Dann haben wir Sky von Paw Patrol, Erdbeer, Himbeer, Vollkorn, Hafer. So süß einfach, und da konnte ich schon Mickey Mouse nicht dran vorstellen. Mickey Mouse ist so Zucker. Apfel, Banane und Pfirsich. Schaut mal, wie süß. Einfach babysüß. Ja, dann habe ich für Männer auch das von Rexona entdeckt und habe ich für meinen Sohnemann mitgenommen. Ich muss mal zuerst riechen. Also, ich habe das ausgesucht: Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung. Extremer Schweißschutz. Boah, ich sag euch, wir haben ja zwei. Oh mein Gott, das riecht so gut. Oh, ich würde selber mich stehen und dann. Boah, das ist echt gut. Muss ich auch für meinen Mann kaufen dann. Der ist echt gut. Schaut mal. Da sind auch 3 Sorten gewesen. Ja, und dann habe ich hier so Eiweißriegel. Einmal von Wellmix oder eWellmix, keine Ahnung, Sport. Proteinriegel, also 38% Protein ist hier Low Carb, Low Sugar, also so einen. Ne? Der hat ja, genau, der hat Eiweiß 38 Gramm. Ja, dann haben wir auch von derselben Marke einmal den hier, der hat 32% Protein mit Bananengeschmack. Also ich war mir da immer unsicher. Die anderen haben mir nicht so gut gefallen. Hier ist noch Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1, B2, Niacin, Vitamin B6 und Pantothensäure oder sowas. Also ja, also wie gesagt, so einen zum Probieren. Und dann hatte ich, also das ist alles von derselben, ne, Rossmann-Marke, sehe ich gerade. Sporthai Protein. Proteinschokolade mit gesalzenen Kichererbsen. Das habe ich. Ich habe das vorher gar nicht gelesen. Ich habe Nüsse gesehen. Kichererbsen. Wer kennt das? Ich kenne das gar nicht. Also auch Low Sugar, ne, und glutenfrei. Hier sind Eiweiß 26 Gramm und so weiter. Ja. Mal probieren. So. Genau, das war's mit dem Einkaufen. Mit dem Einkauf, kurz und knapp. Was Kleines.
Anna klopft mit ihrem Spielzeug. Ihr Lieben, falls du bis zum Ende geschaut hast, bedanke ich mich. Anna, bedanke ich mich. Freue mich über die Däumchen nach oben. Kommentieren nicht vergessen. Ja, lass mir doch auch gerne ein Abo da, falls dir mein Content, ich als Person, auch gefallen und mein Lärmhintergrund, meine Kinder. So, genau, lass mir doch gerne, sehr, sehr gerne ein Abo da. Es kostet dich nichts, wirklich 0 Cent und gemeinsam wachsen wir einfach wie eine große Familie und haben alle ganz, ganz viel Spaß. Ja, ansonsten wünsche ich alles, alles Liebe, Gesundheit wie immer. Herzchen an euch und positive Energie. Alles, alles Liebe und bis morgen, bis zum neuen Video. Ich weiß auch gar nicht, an welchem Tag das Video rauskommt, aber ich glaube eher Freitag oder Samstag. Dann wünsche ich dir einfach jetzt schon mal ein schönes Wochenende und ja, bis morgen. Deine Xenia. The chemicals that take us higher.